Herzlich willkommen zum Einführungsvideo zum Thema Hybridorbitale. Es geht hier im Grunde um die Vorstellung des Zustandekommens von kovalenten Bindungen. Und eine kovalente Bindung ist ja eine Bindung, bei der sich die Bindungspartner zwei Elektronen teilen. Das bedeutet im Grunde, dass jeder dieser Bindungspartner, zumindest theoretisch, ein Elektron zu dieser Bindung beisteuert und dass eben durch diese geteilten Elektronen diese kovalente Bindung dann zustande kommt. Gut, wenn man sich da mal die Orbitale anschauen möchte, dann bedeutet das im Grunde, dass dort jeweils Orbitale überlappen, sozusagen, die mit einem einzelnen Elektron besetzt sind. Also diese Elektronen stecken ja nach der Orbitaltheorie oder nach dem Orbitalmodell in Orbitalen. Diese Orbitale, die werden sich beim Zustandekommen dieser Bindung irgendwie überlappen. Und dann haben wir ein sogenanntes Molekülorbital, in dem sich dann eben zwei Elektronen aufhalten. Und diese Bindung wird eben dadurch charakterisiert. Gut, wir haben nun allerdings das Problem, dass nicht immer diese oder dass diese ungepaarten Elektronen, also diese einzelnen Elektronen, so eigentlich nicht immer vorkommen, beziehungsweise theoretisch nach den Sachen, die wir vielleicht bisher kennen. Und wir schauen uns dieses Problem etwas genauer an. Kohlenstoff an. Also Formelzeichen C, wäre auch schneller gewesen. Und da schauen wir uns als erstes mal die Elektronenkonfiguration an. Kohlenstoff steht in der zweiten Periode, das heißt die Heliumschale ist sozusagen abgeschlossen oder Heliumkonfiguration ist erreicht und wird ergänzt durch die 2s2 2p2 Energieniveaus. Also Kohlenstoff steht in der vierten Hauptgruppe. Das bedeutet, nachdem die Heliumkonfiguration erreicht ist, müssen noch weitere 4 Elektronen verteilt werden. Die S-Orbitale sind die energetisch niedrigsten oder das S-Orbital, das 2s-Orbital in diesem Fall. Da werden 2 Elektronen hineingepackt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com